Mit Killer is Dead bringt die Entwicklerlegende Suda51 endlich sein neuestes Werk auf den Markt. Typisch für den Japaner, übertriebener Humor, abgedrehte Dialoge, abgefuckte Charaktere und natürlich viele zweideutige Anspielungen. Zwar mögen wir die teils wirren Stories der Suda-Spiele, bei Killer is Dead ist uns das Ganze aber zu wirr. Einen roten Faden gibt es nicht und selbst wenn ihr mal glaubt, ihr könnt der Geschichte folgen, kommt plötzlich eine Zwischensequenz daher, die erneut nur für Verwirrung sorgt. Conquering the world is so overrated. Plus, it's way out of style. And besides, if you go that route, we'll get tons of complaints from the gamers. Isn't this supposed to be an action game? Ihr schlüpft in die Rolle von Mondo Zappa, einen Scharfrichter, der gegen Bezahlung gequälte Seelen befreit. Ihr metzelt euch durch die einzelnen Räume, um irgendwann gegen einen mächtigen Bossgegner anzutreten. Gerade diese Fights sind das Highlight im Spiel. Kampfmuster erkennen, die richtige Waffe auswählen, ausweichen und dann fette Kombos abfeiern. Je nachdem, wie gut ihr kämpft, erhaltet ihr Geld, welches ihr für Geschenke ausgeben könnt. Diese braucht ihr für Mondos Gigolo-Mission. Das Ziel hier? Naja, Frauen verführen und ins Bett zehren. An einer Bar beobachtet ihr das jeweilige Mädel, da sie mit Kleidung aber nur halb so interessant ausschaut, setzt ihr Mondos Röntgenbrille auf und sobald die Dame mal wegschaut, starrt ihr schnell auf Brüste und Ritze. Oft genug geglotzt, hat Mondo Mut gesammelt und traut sich die Dame ins Bett zu zerren. Als Belohnung gibt es dann neue Waffen, zum Beispiel einen harten Bohrer. Zwar sind diese Gigolo-Missionen am Anfang durchaus witzig, leider aber wechselt weder die Aufgabe noch das Setting. Lediglich die Frauen wechseln. Was bleibt, ist ein nettes Kampfspiel mit coolen Bossfights. Die Nebenaufgaben und die Story kann aber wenig überzeugen. Selbst für Suda-Fans dürften die wirren Dialoge einfach zu viel des Guten sein. Kurzrum, wer Killer is Dead nicht spielt, der verpasst ehrlich gesagt auch nichts. Schade, denn eigentlich sind wir von der Entwicklerlegende Suda51 Besseres gewohnt. Don't stare at me so much. You're acting suspicious.